Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben ordentlich Titan am Start und wir können noch ein bisschen Titan mitnehmen. Wir wollen uns jetzt mal angucken, was haben wir denn hier so Schönes? Kommunikation, spiele zuvor aufgezeichneten Notruf ab. Aha. Hier spricht Ozzy von der Cafeteria. Was zur Hölle ist los, Leute? Keiner hat uns gewarnt, dass sowas passieren kann. Unsere Kapsel wurde von herabstürzenden Seemotten-Dock fast zerstört und jetzt hängen wir am Rand eines Höhlensystems und dieses grimmig aussehende Schlangenvieh frisst sich durch die Hülle. Oh. Okay. Fangen mehrere Energiesignaturen, der Anbau von fremden Pflanzen. Bedingungen dieser Höhle, okay, das kennen wir schon. Baupläne, was haben wir denn hier so Schönes? Stasegewehr, Außenbeetkasten, Innenbeetkasten, Pflanzentöpfe, Schott, alles neu. Pflanzen und Töpfe, Basisinstallation, Pflanzen und Töpfe, Datendownloads da. Überlebende der Aurora, Treffpunkt Sprachaufzeichnung. Chefingenieur, wir müssen an Bord der Aurora. Aha. Die Langstreckenkommunikatoren reparieren und Kontakt mit den anderen Überlebenden aufnehmen. Wir zwei können doch nicht die einzigen sein, die es geschafft haben, Offizier Keen. Das sind nicht die Befehle des Captains und das sind auch nicht meine. Ju, es geht nicht um Befehlsketten, es geht ums Überleben. Keen, meine Verpflichtungen als Kommandant drehen sich nicht um deren Bequemlichkeiten. Kommen Sie zurück aus dem Wasser. Ju, wenn ich in Schwierigkeiten gerate, sende ich Ihnen meine Koordinaten. Keen, ich kann Sie nicht alleine gehen lassen. Ju, dann kommen Sie mit. Keen, Sie lassen mir kaum eine Wahl. Notfallübertragung vom zweiten Offizier Kane empfangen. 2 Stunden nach letzter Aktivität. Das heißt, vor 2 Stunden haben wir die bekommen, also dass die halt noch lebendig sind. Kane, der Treffpunkt war ein Fehler. Ich habe eine Übertragung von der Altera-Zentrale aufgefangen. Scheinbar haben sie ein Datenpaket zur Aurora gesendet. Wir wurden von einem Raubtier in Leviathan-Größe angegriffen, bevor wir das Schiff erreichen konnten. Betrachten Sie die Chefingenieurin und mich als Verlust. Passen Sie auf sich auf. Kein Ende. Okay, die sind doch tot. Überlebende der Degasi. Altera Such- und Rettungsmission. Diese Insel ist ein Geschenk des Himmels. Seht aus dem Fenster. Keine Raubtiere. Frisches Essen. Altera Such- und Rettungsmission. Sind die jetzt auf der Suche nach uns oder was ist das? Keine Ahnung. Keine Baumaterialien, nichts übrig vom Schiff. Und ihr Sohn sagt, dass wir ohne mehr Beetkästen verhungern werden. Sag's ihm, Junge. Bart, es stimmt, Vater. Die natürlichen Wachstumsraten sind zu langsam, um uns versorgen zu können. Maggie. Maggie. Ich sag nur, dass der Ozean uns eingekreist hat. Kein Sinn, uns zu verstecken. Früher oder später werden wir na nasse Füße bekommen. Danke. Paul, Ihr bisheriges Leben mag ein Kampf gewesen sein. Hör auf mich anzugreifen. Maida, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Wenn Sie auf Ihre Notfallzulage verzichten wollen, nur um kurz schwimmen zu gehen, dann los. Maggie, glauben Sie mir, ich denke drüber nach. Alter, Junge. Hast du ein Problem mit mir? Hast du ein Problem mit mir oder so? Ah, hab ich mir fast gedacht. Untersuchen wir den Bengel mal. Weißer. Greift einfach meine Mutter an, ey. Welcome aboard, Captain. Sprachaufzeichnung 2. Powell. Sohn, ich sagte, du solltest warten, bis der Sturm vorbei ist. Dein Leben ist mir mehr wert als ein Pflanzenbeet. Du hast keine Verantwortung mehr, seit das Schiff gesunken ist, auf dem du Captain warst. Ich gebe die Verantwortung ab, wenn du für dich selbst Verantwortung übernimmst. Ernsthaft, Boss. Boss. Was denn? Wissen Sie, wie wir 40 Tonnen Regenwasser aus diesen Beetkästen rausbekommen sollen? Oder wie man Essen aus dem Nichts herbeizaubert? Ich weiß, wie man Prioritäten setzt. Ich meine ja nur. Aber wie viel ist Ihnen das Leben Ihres Jungen heute wert, wenn Sie morgen so hungrig sind, dass Sie überlegen, wie er wohl schmecken würde? Lassen Sie ihn sich um die Pflanzen kümmern. Sohn, geh raus und kümmere dich um die Pflanzen.
Bart, Torgal hat die Basis verlassen. Mischen Sie sich noch einmal in meine Familie ein und ich werde Sie hier lassen, wenn Hilfe kommt. Haben Sie mich verstanden? Es kommt keine Hilfe, Boss. Nicht rechtzeitig. Aber wir können noch nicht hierbleiben. Es regnet immer noch und früher oder später wird dieser Ort verschüttet. Wir haben nur eine Wahl, ob wir auch verschüttet werden wollen. Aufzeichnung 4. Bis 3. Ich weiß nicht, ich hab's draußen im Sand gefunden. Ein Teil eines anderen Schiffs? Keins, das ich schon mal gesehen hätte. Es ist nicht mal angekratzt. Das ist der Junge, ne? Es ist nicht mal angekratzt. Spiel nicht damit rum, es könnte wertvoll sein. Cool bleiben, Boss. Wenn es zu Staub zerfallen würde, wäre das schon passiert, als ich es aufgehoben habe. Es leuchtet. Wir sind nicht die ersten Menschen, die auf diesem Planeten gelandet sind. Menschen? Vielleicht könnten auch Aliens sein. Könnten diese verdammten Seemonster sein, soweit wir wissen. Eins ist sicher, wir werden es nicht herausfinden, wenn wir hier bleiben. Pauls Aufzeichnung. Es sind 5 Wochen seit dem Absturz vergangen. Die einzigen Überlebenden außer mir ist mein Sohn Bart und Maida, die billige Söldnerin, die ich für diese Reise angeheuert habe. Wir sind tagelang in der Rettungskapsel herumgetrieben. Regen prasselte auf das Dach, aber dann klarte das Wetter endlich auf und wir wurden hier angespült. Ich habe Maida das Dagazi-Wrack bergen lassen und Bart beauftragt, nach einer sicheren Nahrungsquelle zu suchen. Seine Ausbildung hat sich schneller bezahlt gemacht, als ich erwartet habe. Unser einziges Problem ist Maida. Sie sagt, das Wetter würde umschlagen. Ich sage, sie sucht nach Ausreden, um unser Leben zu riskieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie keine Woche ihres Lebens ohne körperliche Auseinandersetzung erlebt hat und auf einen Kampf brennt. In jeder Beurteilung geht sie davon aus, dass Dinge sich nur verschlechtern können. Wenn sie meine Erfahrung hätte, hätte sie mehr Vertrauen Menschen... Wenn sie meine Erfahrung hätte, hätte sie mir Vertrauen. Menschen haben Jahrtausende damit verbracht, sich darauf zu spezialisieren, wie man der Natur unseren Willen aufzwingt. Dieser Planet wird uns keine neuen Probleme bringen. Meine einzige Aufgabe ist es jetzt, uns so angenehm wie möglich am Leben zu halten, bis die Versicherungsgesellschaft eine Rettung arrangiert. In diesem Teil des Weltalls kann das Monate oder sogar Jahre dauern. Umgebungsprotokoll. Der Benutzer Paul Torgal hat Querverweise zwischen örtlichen Umgebungsscans und idealen Basiskonstruktionsbedingungen angefordert. Ergebnisse werden aufgelistet. Große unterirdische Höhle mit mehreren Eingängen. Die Bedingungen unterstützen ein einzigartiges Biotop von räuberischen Lebensformen. Leicht strukturelle Instabilität der Höhlenwände. Umfangreiche Rohstoffvorkommen. Das muss ja da gewesen sein, wo wir waren, ne? Durchschnittliche Sicherheitsbewertung der Umgebung C, optimale Basissicherheitsbewertung B. Standort 7 wurde als optimaler Standort zur Basiskonstruktion aus folgenden Gründen ausgewählt. In unmittelbarer Nähe zu einem Höhleneingang für den Notfall, mittlere Entfernung zu räuberischen Organismen, stabiles Fundament für den Bau, sofortiger Zugang zu Materialien. Ein Signal, das zum Standort führt, wurde erstellt. Okay. Einheimische Lebensform, ja gut. Jetzt haben wir uns wenigstens alles mal angeguckt. Klicken wir hier noch ein bisschen rum, dass das alles nicht mehr leuchtet. Okay, und dann sammeln wir den Müll auf. Müll, 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 Müll. Das ist kein Müll mehr. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Oh, ein Seemottenfragment. Ich hätte gerne den Zyklop wieder. Das war damals cool, den zu haben. Ich meine, der geht auch schnell kaputt und alles, was man gebaut hat, ist für den Arsch, aber... Für eine kurze Zeit hast du eine Menge Spaß. Na gut, gehen wir nach Hause und machen erstmal unser Haus ein bisschen weiter fertig. Ich meine, viel ist da ja nicht mehr zu machen. Ich... Problem ist einfach, dass ich immer viel machen möchte. Wie sieht mein Inventar aus? Voll. Dann machen wir es doch einfach mal leer. Ach, guck mal, der hinter mir hat da gerade Spaß. So, ich weiß, diese Konstruktion ist... völlig für den Arsch. Aber egal. Ich muss meine Seemotte in Sicherheit bringen. Erst dann kann ich in Ruhe schlafen.
Welcome aboard, Captain. Seemotten angedockt. Auf. Oh, aufladen. Oh, da lädt es sich auf. Cool. Gut zu wissen. Okay. Eines Tages muss ich ihn auch noch verjagen. Vier. Ja, das ist halt ziemlich Schwachsinn, was ich hier mache, aber... Kann's. Kann ich da jetzt irgendwas hinbauen? Ah, das wäre cool gewesen. Wenn man da irgendwas hinbauen könnte. Ja gut, so wird das nichts. Ah, sehr schön. Ja, guck mal. Packen wir da ein Observatorium hin. Emailliertes Glas, ja gut. Dann machen wir das anders. Rekonstruieren wir das hier mal wieder. Machen noch eine Reihe hier hin. Und dann machen wir das so. Und so. Dann kommt das Observatorium hier hin. Ne? Und dann haben wir schon eine geile Basis. Also, das sieht schon nicht schlecht aus. 30 Seconds. Ja, komm mal jetzt mal. Okay, gehen wir kurz rein, Sauerstoff tanken. Okay, wir brauchen emailliertes Glas. Emailliertes Glas. Pirscherzer. Wir müssen auf Pirscher fangen gehen. Aber ich habe hier noch irgendwo einen. Einen habe ich. Ich hoffe, ich brauche nur ein emailliertes Glas. Hoffen wir das Beste. Ach, zwei Stück. Mist. Ja, wir brauchen noch einen Pirscherzahn. Shit. Aber gut. Klären wir den Rest unserer Basis. So, dann... Jetzt haben wir hier nämlich ein Observatorium, um dann dieses Viech zu begutachten. Was hier überall rumschwimmt. Mister, ich hab dicke Eier. Müssen wir gleich irgendwie die Energie von dem Ding hier noch aufladen. So. Jetzt... mehr Zweckraum können wir noch nicht machen. Aber den kann ich doch bestimmt schon mal aufbauen, wa? Okay, ist natürlich nicht ganz fertig geworden, aber nicht so schlimm. Oh. Oh, ich muss mich jetzt beeilen. Okay. Wir brauchen einen Shot. Silikongummi. Oh mein Gott. Ich habe noch 2% Energie. Bitte sag mir, dass ich hier Silikongummi habe. Hauptsache, ich habe Titanbahn. Oh, Gott sei Dank. Okay. Muss ich den Scheiß nur noch reparieren?
Und dann ist alles gut. Jetzt! Mach doch. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Sinkt es oder sinkt es nicht? Ah doch, es sinkt. Okay, dann haben wir Glück gehabt. Hihihi. Gut. Wir haben also hier keine Energie mehr. So, die Frage ist doch... Die Türen können offen bleiben, ne? Ja, sehr schön. Okay. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Naja, es ist auch nicht schlecht, da brauche ich keine Leiter. Okay, jetzt hier alles wieder unter Wasser. Weil ich die Tür geöffnet habe. Ah, egal. Ist okay. Vital signs stabilizing. Was haben wir denn hier noch so auf Vorrat? Wir haben ja Titanbahnen gemacht. Können wir gucken, ob wir die auseinanderbauen können. Das wäre es auf jeden Fall. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Na gut. Soviel zum Thema Titanbahnen sind cool. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir wollten emuliertes Glas bauen, glaube ich, ne? Aber wir gehen mal kurz hier hoch. Gut, dass ich das gemacht habe. Es ist seltsam, dass oben Wasser ist, unten aber nicht. Draining systems initiated. Da wird gebaut. Da wird auch noch gebaut. So, eine Sache möchte ich hier noch... Ach, Energiequelle wechseln. Ach, mit R. Ja, kann ich sie wechseln, okay. Leiter? Dann gehen wir mal hier hin. Gut, dass ich das jetzt auch herausgefunden habe, wie das geht. Batterieladestation. Okay, folgendermaßen. Wir holen uns erstmal eine Batterie. Ich weiß, dass wir hier noch eine haben. Batterie. So. Dann wechseln wir mal die Batterie. So. Haben wir die andere jetzt im Inventar oder nicht? Okay. Und die werden wir jetzt einfach auf die Ladestation legen. Fertig. So. Es lädt es fröhlich vor sich hin. Ich bin so glücklich mit meiner Basis momentan. Und nu gehen wir hier hoch. Und bauen hier nochmal eine Luke, wollte ich gerade sagen. Wir brauchen natürlich noch oben einen Weg nach draußen, weil sonst ist es ein bisschen blöd. So, wir brauchen Quarz. Ja, nimm's doch mit! Wo ist denn Problem? Dann werden wir uns so langsam wie der Drachenlord nach oben bewegen, weil wir unten keinen Platz mehr haben. Und hier wird dann der Ausgang sein.
Tada! Schön weit weg von dem Hoshi da hinten. Sieht ein bisschen blöd aus mit der einen Stange, aber egal. Ist mir Wumpe. So. Wir wollten jetzt zu den Pirschern. Machen wir glatt mal mit dem hier. Und dann geben wir den Pirscher ein bisschen aufs Maul und dann kriegen wir unser Ding ins Kirchen schon irgendwie. Müssen wir noch Pirscher finden? Oh Gott, wo gerate ich jetzt hin? Oh, es geht hoch. Ich lebe riskant. Aber ich liebe es. Wo sind denn die schönen Pirscher? Normalerweise sind die doch überall. Oh, ich liebe den Seegleiter. Er ist so toll. Oh. Jetzt mal Luft schnappen. Wir sind ja in diesen Gebieten immer. Wenn wir Richtung zu Hause fahren, müssten wir eigentlich da ankommen, wo wir wollen. Kommst mal mit. Wir auch. Wir müssen alles mitnehmen, was geht. Irgendwann erforschen wir auch die Höhlen. Eines wunderschönen Tages, Freunde. Nicht heute. Oh, die können wir immer gebrauchen. Aber wir landen hier in der Höhle. Oh, war nur Kupfer. Okay, ich habe da links einen Ausgang gesehen. Das ist perfekt für uns geeignet hier. Aber immer noch kein Pirscher unterwegs. Oh, Pirscher, wo seid ihr? Oh, das nehme ich mit. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich habe einen Pirscher gehört. Wo ist er hin? Hat er einen Zahn verloren? Wann weiß ich, dass er einen Zahn verliert? Ich glaube, da ist nichts drin, ne? Wir haben hier, glaube ich, eine Tür, die wir aufsägen können, oder? Sieht jedenfalls ein bisschen so aus. Wir müssen noch langsam hoch. Ja. Du bist schon richtig gewesen, ne? Laserschneider, ja. Schauen wir gleich mal. Erstmal kurz hoch. Warum muss es immer dunkel werden, wenn ich auf Expedition gehe? Ist das gewollt? Das ist scheiße dunkel hier. Hier ist doch nichts.
Sind wir da draußen? Ey! Was ist denn das für eine scheiß Höhle? Ach ja. Wir sind dem Pirschern immer noch nicht näher gekommen. Ja, Inventar voll. Hey, ich schwimme mal Richtung zu Hause. Guck ich mal, vielleicht werden wir irgendwie noch fündig. Mobile Fahrzeugstation. Oh, Titan ist voll. Hey, wir fahren ja sowieso gerade Richtung Seemotte. Ich wollte eigentlich in die Richtung. Ich glaube, es wird nicht so einfach, so ein Pirscher, so einen Zahn rauszuschlagen, oder? Ich bezweifle es stark. Ich meine, ich hätte hier auch mit der Seemotte lang flitzen können, aber habe ich halt dagegen entschieden. Ja, ich werde auch gleich auf jeden Fall das Ding hier wegnehmen und ein bisschen so durch die Gegend fließen. Und dann schauen wir mal, dass wir so einen Pirscher zusammenschlagen. Jetzt mach doch keinen Scheiß, Junge! Eine Fresse. Okay, kümmern wir uns erstmal darum, dass unser Inventar aufgeräumt wird. Das macht ja nicht keinen Sinn, oder? Nein, es gibt uns genau 4. Schlagen wir Pirscher zusammen. Hatte ich schlecht durchdacht. Ach, guck mal, ein Pirscher. Gib mir deinen Zahn! Na los! Als ob du mir entkommen könntest. Hä? Was ist das da? Shit. Ich dachte, das hat er mir gerade geklaut. Jetzt gib mir deinen Zahn! Oh, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Gib mir deinen Zahn. Mehr will ich doch nicht. Na komm schon. Du brauchst sie doch nicht. Ich kann dir auch vorkauen. Wirklich. Komm hier. Ich werde niemals so einen Zahn bekommen, glaube ich. Wo ist er hin? Ah! Ist er tot? Kriegt der Zahn? Zahn? Wie zur Hölle kriegt man einen Pirscherzahn? Das sieht ziemlich scheiße aus von nahen, weißt du das? Okay, ich wette, irgendwo auf dem Weg ist ein Pirscherzahn. Ich weiß nicht, ob er sich an mir die Zähne ausbeißen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt hier auch irgendwo quer durch die Landschaft geflogen. Dass ich nicht wüsste, wo der Zahn sein könnte. Wir sind hier vorbei. Er hat sich das Ding ins Kichens geschnappt. Vielleicht hat er sich hier einen Zahn ausgerissen. Okay, ich würde ja Folgendes vorschlagen. Ne? Also, oh, was haben wir denn hier? Nichts. Nichts ist immer gut. Gravitationsfallenfragment. Okay. Ja. Ich werde schon was essen. Beruhig dich, Mädel. Beruhig dich. Oh, das nehmen wir 2. Gravitationsfallen. Oh. Das könnte mir gefallen.
Ich glaube, ich werde gleich mal Google anhauchen, wie das mit den Zähnen von denen funktioniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ist das ein Deal? Ich wette, da liegt irgendwo ein Zahn rum von denen. Ich wette mit euch. Oh, da liegt noch was. Ein Siegleiter. 30 Sekunden. Ja gut. Ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Oder habe ich eine Zahl in meiner Tasche? Na gut, war ein Versuch wert. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann mit dem Wissen, wie wir an Pilcher-Zähne rankommen. Haut rein. Ciao.